Resonanzfelder sind ansteckend, im Positiven wie im Negativen. So wie wir andere durch unsere Energie beeindrucken und in unser Leben ziehen können, so bringen natürlich andere Resonanzfelder auch uns zum Schwingen. Umgeben wir uns mit den für uns unwillkommenen Schwingungsfeldern, können wir uns immer und immer wieder bemühen, die optimalen Resonanzfelder entstehen zu lassen. Unser Umfeld wird uns stets dorthin zurückholen, wo wir eigentlich nicht sein wollen, und wird dadurch unsere neu aufgebauten Resonanzfelder zum Einstürzen bringen. Das Resonanzfeld, das uns umgibt, beeinflusst uns dauerhafter, als jede selbst geschaffene Wunschenergie es je tun kann. Wie schnell wir uns von Resonanzfeldern anstecken lassen, kennen wir alle mit Sicherheit am eigenen Leib zu Genüge. Wenn wir zum Beispiel eine Kirche betreten oder einen kraftvollen Ort besuchen oder einen Platz der Stille, verhalten wir uns schlagartig anders. Nicht nur, weil dies von uns erwartet wird, sondern weil wir uns sofort auf die friedvolle Schwingung des Raumes einlassen. Wir fangen sie auf und werden selber ruhiger und friedlicher. Die innere Stille hält sogar noch an, wenn wir wieder draußen auf der Straße sind und uns wieder dem alltäglichen Leben zuwenden. Resonanzfelder sind ansteckend. Natürlich auch die in unserer unmittelbaren Umgebung. Solche Resonanzfelder sind sogar sehr mächtig, weil sie beständig auf uns einwirken. Ist zum Beispiel deine Wohnung auch so ein Ort, der dir Ruhe, Kraft und Energie schenkt? Oder eher nicht? Wie sieht dein Wohnzimmer aus? Ist es ein Ort der Entspannung? Oder der Unruhe? Und ist dein Schlafzimmer ein Ort der Stille? Oder eher eine Rumpelkammer? Vielleicht sogar mit schmutziger Wäsche? Ist es ein Ort, wo du dich gerne mit deinem Liebsten aufhältst? Oder wo du lieber ganz schnell die Augen schließt? Welches Resonanzfeld besitzt deine Wohnung? Ist es dein ganz persönlicher Kraftort? Wenn nicht, dann mach ihn dazu. Mache deine Wohnung zu deinem ganz persönlichen Kraftort.